Damals haben dort ganz viele Bauern Selbstmord begangen, weil Monsanto mit ihrem fürchterlichen Saatgut da so viel Schaden angerichtet hat. Dieser Mensch, der den ganzen Tag da geputzt hat, der hatte ein Leuchten in den Augen. Das hat mich erschüttert. Das war so ergreifend. Der muss in echter Armut gelebt haben. Vielleicht war dieses Kloputzen da der beste Job, den er je hatte. Dem in die Augen zu gucken, das war unfassbar. Denken an sich führt zur Verblödung. Sei denn, wir haben auch Phasen ohne Denken. Die meisten Leute haben es nur im Tiefschlaf. Aber gedankenfreie Zeiten im Wachzustand sind ausgesprochen gut. Kannst du 15 Minuten sitzen und nichts tun? Und wenn man das nicht kann, dann macht es Sinn festzustellen, dass man geistig nicht gesund ist, weil man dann zwanghaft Dinge tut, die nicht notwendig sind. Wenn viele Menschen eine Meditationspraxis hätten täglich, wie könnte sich das Leben verändern? Wir hätten mit Sicherheit eine massive Verbesserung der allgemeinen psychischen Gesundheit. Und wahrscheinlich wäre es für die Wirtschaft richtig mies, weil sehr viel Konsum reduziert werden würde. Herzlich willkommen zu diesem Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe Christian Dietrich Opitz und wir sprechen über das Thema Meditation in all seinen Facetten. Auch auf den Alltag, auf die Praxis bezogen. Christian ist Gesundheitsforscher und würde ich mal sagen, so Entdecker, Erkunder des Lebens in all seinen Facetten und ja, hat sich auch intensiv mit dem Thema Meditation beschäftigt. Und ja, hat da auch intensive Erfahrungen gemacht in dem Bereich. Christian, vielleicht kannst du direkt dort einsteigen. Du hast da ja auch ein paar prägende ja, Dinge erfahren. Was nimm uns mal mit auf deine Reise der Meditation? Ja. Ja, in meinen späten Teenagerjahren kam ich mit dem Thema in Berührung und ich hatte schon vorher einfach diesen Drang, Leben verstehen zu wollen. Ich bin tief in die Naturwissenschaft eingetaucht und wie Werner von Heisenberg das mal so schön sagte, wenn man in die Wissenschaft geht und in die Tiefe geht, dann wird man entweder zynisch oder mystisch. Und nicht umsonst hat ja auch Werner von Heisenberg in seinem großen Abschlussbuch Was ist Leben die Upanishaden zitiert, altes vedisches Schriftgut, wo es um die Erleuchtung des menschlichen Geistes geht. Und vor dem CERN, ne, dem großen Tempel der Teilchenphysik in Genf, da steht ein Shiva in der Parade, der tanzende Shiva, der das Universum zeugt, erhält, zerstört, das Grundsymbol der vedischen Tradition für Bewusstsein. Und so kam ich über die Wissenschaft an diesen Grenzpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt gute Erklärungsmodelle für viele Phänomene des Lebens, aber was ist Leben essentiell? Und warum erleben wir Leben überhaupt? Warum existiert irgendwas, anstatt dass nichts existiert? Diese Frage, über die sich ja Ludwig Wittgenstein auch den Kopf zerbrochen hat. Und dann kam ich in Berührung mit alten Traditionen, die sicher bis heute im asiatischen Kulturraum fortgesetzt haben, weil dort nie eine Institution vorgeschrieben hat, was Menschen glauben müssen oder sollen. Insofern war altes traditionelles Wissen eben erhältlich. Und da gibt es ja eine interessante Arbeitshypothese im Buddhismus, im traditionellen Yoga, im Taoismus und in der Tradition, die ich letzten Endes auch meinen Weg dann zu dem Kulminationspunkt geführt hat, im Kaschmir-Shaivismus oder Shaiva-Tantra. Und diese Arbeitshypothese ist, dass der Grund, warum Menschen immerzu nach Verbesserungen in ihrem Leben suchen, ein Instinkt ist, der ihnen sagt, tief im Innern, irgendwo, dass eigentlich Leben Glückseligkeit sein sollte. Absolut frei von Leiden. Das wäre eigentlich natürlich für uns. Und das ist so natürlich jetzt in der westlichen Welt nach der Aufklärung als Verständnis vom Leben nicht erhältlich gewesen. Aber Menschen verhalten sich einfach so, als das so sein müsste. Und als ob Leben einfach essentiell unglaublich viel besser sein müsste als das, was die meisten Menschen erleben. Und diese Traditionen schlagen eben vor, dass das stimmt, dass Leben Glückseligkeit ist und sehr wohl als solches erfahren werden kann. Nur die Art und Weise, wie man üblicherweise danach sucht, funktioniert nicht. Weil der Mensch davon ausgeht,
dass Erfüllung durch Umstände verursacht wird und durch andere Umstände eben dann torpediert wird. Und kein Mensch kann alle Umstände des Lebens kontrollieren. Ich glaube, wir leben jetzt lang genug, um zu wissen, das haut nicht hin. Wir können mehr Souveränität über unseren Körper und Geist gewinnen und damit kann man sehr viel mehr Wohlbefinden erreichen, das ist völlig klar. Aber auch bei Menschen, die mehr Souveränität in Körper und Geist haben, existenzielles Leiden, die Frage nach Sinn, die Frage nach Bedeutung, die Frage nach wer, den das eigene Leben hat und die subjektive, gefühlte Erlebniswelt davon, das bleibt zum großen Fragen. Beim Alten, solange man davon ausgeht, Erfüllung, auch Frieden, Sicherheit ist zu finden, indem bestimmte Dinge passieren und andere nicht passieren. Und dann begann ein langer Weg des Ausprobierens. Und Meditation als Übungspraxis ist ja dafür da, aus verschiedenen Blickwinkeln den Geist zu schulen, Aufmerksamkeit mehr darauf zu richten, was bin ich, was ist das, was Leben erfährt, als anstatt dauernd zu gucken, was möchte ich erfahren, was möchte ich nicht erfahren. Dieser alte Spruch, bevor du versuchst, ständig dein Leben zu verbessern, finde vielleicht erstmal raus, wessen Leben es ist. Dafür ist Meditation, auch wenn es ein großer Kofferbegriff ist, in den sehr vieles reinpasst, nur grundsätzlich da. Und im Laufe der Jahre bin ich einigen dieser Traditionen sehr tief auf den Grund gegangen, Zen-Buddhismus, Advaita Vedanta, klassisches Yoga, die vedische Literatur. Und kam dann letzten Endes vor einigen Jahren in Berührung mit einer bei uns noch wenig bekannten Philosophie, dem Trika-Shaivismus oder Kaschmir-Shaivismus, der in den abgelegenen Tälern von Kaschmir entwickelt wurde zwischen dem 8. und 13. Jahrhundert und dann aufgrund der Mogul-Invasion Indiens weitgehend abgeschottet war, auch vom übrigen Indien. Das war ein Grund dafür, warum diese Lehren lange Zeit wenig bekannt waren. Und der Kaschmir-Shaivismus bietet jetzt etwas sehr Intelligentes an und das ist meiner Ansicht nach außergewöhnlich effektiv, weil es eine Wahrnehmung gibt vom menschlichen Körper, Nervensystem und den Lebensenergien, die dazugehören und wie die ein Kontinuum mit Bewusstsein bilden. Wie also die Bewusstsein, die Tatsache, dass wir wissen, dass wir existieren, keine Sinnesfunktion ist, keine Gehirnfunktion ist, ein eigenes Phänomen ist, wie das aber interagiert mit den Lebensenergien und dem Körper. Das ist im Kaschmir-Shaivismus, finde ich, so gut bekannt worden wie wahrscheinlich sonst noch nie. Und dann bin ich durch diesen Schulungsweg gegangen, der bestimmte Energien, Kundalini im Körper, auf eine sehr natürliche, effiziente Art erweckt und konnte dann letzten Endes diese Arbeitshypothese dieser alten Tradition bestätigen. Eines Morgens wachte ich auf und dieser existenzielle Knoten von da ist Leben, wie es ist, und dann gibt es da ein persönliches Ich, was es dauernd interpretiert und vor allem dauernd interpretiert, wie es vielleicht anders sein sollte, war einfach nicht mehr da, ist nicht mehr zur Arbeit erschienen. Also das Gefühl von Ich war absolut undefiniert, grenzenlos. Und das ist noch nicht so lange her, oder, dieser Moment? Ja, dieser spezielle Moment war im letzten Sommer. Und seitdem ist Leben kontinuierlich Glückseligkeit, Freiheit. Mit emotionalem Schmerz, mit ärgerlich sein können, mit genervt sein können. Das sind Zustände der Psyche, die kommen und gehen. Aber so wie wenn ich einen Splitter in der Kuppe des kleinen Fingers habe, und ich nicht vergesse, dass das ein sehr kleiner Teil des Körpers ist. Und ich nicht in existenzielles Problem gerate, weil ich eine sehr kleine Verletzung an einem kleinen Teil des Körpers habe. So sind eben auch die Dinge, die vorher so groß erschienen, die Umstände des Lebens, die Verhaltensweisen anderer Menschen, die Aussagen, die andere Menschen über mich machen oder Interaktionen oder Dinge, die laufen oder nicht laufen, wie ich es möchte. All das ist in einer spielerischen Unschuld genauso in Ordnung, wie es ist. Und so wie wir auch wahrscheinlich wenig Interesse hätten an Literatur, wo alle Menschen, alle Protagonisten die ganze Zeit nur eine super Zeit haben und alles klappt immer und jedem geht's gut. Solche Bücher hat ja niemand geschrieben.
Solche Filme oder Theaterstücke würde sich auch niemand angucken. Und warum ist das kein Problem bei Literatur? Warum kann man sowas lesen wie Shakespeare und Tolstoi? Das ist ja durchaus intensiv, ja, oder Dostojewski und so vieles andere. Goethe, ja, Dr. Faust, das ist ja nun auch nicht gerade gute Nachtliteratur für kleine Kinder. Aber warum können wir das? Weil wir sehen, okay, das ist etwas, das tritt in meiner Wahrnehmung auf, diese Geschichte in meinem Bewusstsein. Und das hat was Interessantes an sich, aber es bin nicht ich. Was ich bin, ist so unendlich viel größer und unberührt davon. Und deswegen kann man sich diesen Dingen zuwenden. Und genauso kann sich das eigene Leben anfühlen. Dieser Moment, wo diese Erleuchtung stattgefunden hat, war ja, da warst du ja in einer, sag ich mal, vorsichtig formuliert oder neutral formuliert, sehr intensiven Phase deines Lebens. Denkst du, dass es nicht ohne Grund quasi in dieser Phase war oder dass es auch, also auch damit zusammengehangen hat, dass du schon da viele Jahre Vorarbeit geleistet hast? Oder wäre es quasi jetzt eigentlich nicht sinnvoll, darüber zu diskutieren, weil es ja einfach so ist? Ja, es ist auf keinen Fall sinnvoll zu versuchen, Das zu verstehen. aus Lebensphasen ein Rezept zu machen, wenn Ja. viel Vorarbeit nötig ist, dann deswegen, in meinem Fall, weil ich halt ein Sturkopf war, der lange gebraucht hat mit manchen Dingen. Das ist nicht unbedingt eine Notwendigkeit. Und die Intensität meiner Lebensphase kurz vorher war eben so, dass alles, was noch an irgendwelchen Identifikationen da war, an denen, was in meinem Geist festgehalten hat, dann einfach geballt sich gezeigt hat, halt, das funktioniert nicht, daran kannst du nicht festhalten. Und das ist dann eine Form von Gnade, wenn einem Dinge genommen werden, die man gerne hätte, weil man sie gerne hätte, um seine Existenz zu bestätigen, um Sicherheit zu fühlen, um irgendeinen Trostpreis zu haben, weil man noch nicht realisiert hat, dass man nicht braucht. Und wenn man es ernst meint, mit dem herausfinden wollen, was bin ich wirklich, dann kann sowas passieren, muss aber nicht. Da sind Lebenswege sehr unterschiedlich, je nachdem, wie der Geist zu beschaffen sind. Mir sind auch in diesen Jahren davor unglaublich schöne Dinge passiert. Und die kann das Ego oder also Ego im Sinne von eine Identität zu erschaffen, die an sich nicht existiert. Das ist Ego. Ego ist der gut gemeinte, aber fehlgeleitete Versuch zu wissen, wer man ist. Und man baut sich dann eben was aus der Persönlichkeit, aus den Lebensumständen, aus Qualitäten, die man hat. Aber die alle haben nichts zu tun mit dem, was man ist. Also jedenfalls nicht direkt. Da können wir auch noch drüber sprechen. Und wenn dein Ego bestimmte Dinge hat, in denen es besonders festhält, also in meinem Fall zum Beispiel war es körperliche und energetische Stärke und Fitness, weil ich als Jugendlicher so krank war, war mir das immer sehr wichtig. Also ist mir das mal so richtig brachial genommen worden. Und ich war halt mal 7 Wochen sehr nah an der Schwelle des Todes. Das war für mich wichtig. Das muss für jemand anders überhaupt nicht wichtig sein. Aber was anderes zum Beispiel bei mir war auch so eine Ego-Identifikation, damit mich mag wahrscheinlich keiner und ich war immer so ein bisschen einsamer Wolf. Und ich bin in diesen Jahren eben auch, ja, konfrontiert worden mit einfach unglaublicher Liebe von Menschen, die auch dieses alte Ego-Bild von mir einfach aus den Angeln gehoben haben. So passiert eben dann auf diesem Weg das, was mit dem bisherigen Erleben von ich nicht kompatibel ist. Und durch eine authentische spirituelle Praxis, Meditation, Erweckung bestimmter Energien, passiert dann, dass das Bewusstsein frei wird davon, Wirklichkeit auf irgendwas zu projizieren, außer auf sich selbst. Und das ist genau der Prozess passiert, warum Menschen leiden. Wenn wir uns mal anschauen, wie es Menschen subjektiv geht, wenn sie irgendein Problemthema in ihrem Leben haben, sei es etwas an ihnen selber, was ihnen nicht gefällt. Viele Menschen hadern ja mit sich, ja, aufgrund von, was weiß ich, Aussehen oder irgendeiner Fähigkeit, die sie gerne hätten, aber nicht haben oder was immer es sein mag. Oder es sind Lebensumstände, oder es sind andere Menschen, oder was immer es sein. So was passierte. Da gibt es ein Thema. Und wo gibt es das? Das gibt es nur in der eigenen Wahrnehmung.
Und hier sind wir dann auch bei dem, wo ja die Quantenphysiker vor allem Heisenberg und Bohr hingekommen sind. Es gibt kein Universum an sich. Es gibt nur das, was in deiner Wahrnehmung auftritt. Alles, was du jetzt im Moment wahrnimmst, kognierst du praktisch in die Existenz, indem du es wahrnimmst. Würdest du es nicht wahrnehmen, wäre es dann da? Das ist eine akademische Frage. Aber wenn wir jetzt mal bei Themen sind, die den Menschen irgendwie belasten, die suggerieren, Leben ist unvollständig, irgendwas fehlt, irgendwas stimmt nicht. Du nimmst dieses Thema wahr. Das Thema nimmt nicht dich wahr. Du bist deswegen der viel größere Faktor als dieses Thema. Aber subjektiv fühlt es sich oft an, als ob ein ungelöstes Problem, irgendwas, was man nicht mag, riesengroß wäre. Als wäre es mächtiger als du und könnte deswegen bestimmen, ob du glücklich sein kannst. Und das ist eine Verengung von Bewusstsein, was da passiert ist, die Realität davon, dass ich existiere. Das ist ja das eine Unerschütterliche, was jeder weiß. Ich bin. Niemand kann das in Frage stellen. Und diese absolute Realität, die unerschütterlich ist, die projizieren wir dann auf Gedanken, Gefühle, Emotionen, Meinungen, die das an sich nicht beinhalten. Ich meine, wie oft waren wir schon im Leben von irgendwas fest überzeugt, um dann rauszufinden, oh, war ja doch nicht so. Wo ist das Gefühl von Realität hingegangen, das vorher in diesen Gedanken war? Die Antwort ist, nee, es war nie da. Wir haben es nur einfach reinprojiziert und es nicht gemerkt. Wir dachten, nee, Moment mal, der Gedanke, der ist real, das ist so. Nein, es ist eine Projektion von existenzieller Wirklichkeit auf etwas, was keine existenzielle Wirklichkeit an sich hat. Und dann leidet man. Und wenn existenzielle Wirklichkeit in sich zurückfindet, dann sieht man, oh, erstens sind all diese Sachen in meinem Leben, die vorher noch so wahnsinnig wichtig erschienen, von den Proportionen her einfach deutlich kleiner als ich. Und zweitens, dass ich wirklich bin, Bewusstsein, ist an sich absolute Freude. Einfach so. Bewusstsein, was immer nur die Welt sieht, vergisst das. Bewusstsein, was sich selbst erkennt, realisiert Augenblick für Augenblick für Augenblick. Oh, ich bin Freude. Ich bin Glückseligkeit. Einfach so. Grundlos. Unverdient. Muss man kein guter Mensch für sein. Ist einfach so gegebene Tatsache. Du hast speziell bei der ersten Frage von mir relativ weit ausgeholt. Ich könnte mir vorstellen, dass für einige Zuhörer manches dabei war auch schon, du hast ja so verschiedene Begriffe genannt, die verschiedenen Lehren und Meditationen und so weiter, was nicht so ganz greifbar war. Deswegen würde ich vielleicht nochmal so mit so einem ein paar grundlegenden Begriffsdefinitionen einsteigen oder so ein paar Erklärungen. Wie zum Beispiel, was bedeutet dann für dich Erleuchtung in kurzer Form erklärt, falls es möglich ist? Ja, genau das, was ich eben beschrieben habe. Erleuchtung ist einfach nur, dass du mit absoluter Sicherheit weißt, was du nicht bist. Dein Körper, deine Persönlichkeit, deine Lebensumstände, deine Lebensgeschichte, deine Interaktion mit der Welt. Das bist du Und das nicht. Übrige, das bist du nicht. Ja. Und wenn das absolut unumstößlich klar ist, nicht als Gedanke, Ja. sondern viel direkter. Einfach als es ist da sozusagen, als. Ja, es ist so wie, wenn ich dich angucke und ich sage Sören, dann weißt du sofort, das bin ich. Wenn ich dich angucke und ich sage grenzenloses Bewusstsein, Glückseligkeit, hast du dann das gleiche Gefühl, das bin ich? Nein. Okay. Und Erleuchtung ist einfach nur, dass Bewusstsein, Glückseligkeit noch realer sind, als wenn jemand zu mir sagt, Christian. Ich weiß schon, dass wenn du mich anguckst und Christian sagst, dass du mich meinst, und da ist ein gewisser Wahrheitsgehalt dran. Ja, das ist eine relative Realität, diese Persönlichkeit hier, dieser Körper mit diesem Namen. Aber viel realer ist Bewusstsein, Glückseligkeit. Und das ist Erleuchtung, wenn das so absolut klar ist, ohne drüber nachzudenken, dass man es nie mehr vergessen kann. So wie du nicht vergessen kannst, dass du Sören bist, wenn du jetzt nicht dement wirst. So wie du nicht vergessen kannst, dass du ein Mensch bist und ein Mann. So gibt es diesen Point of No Return, nachdem
diese grenzenlose Identität, wo das Ich und das absolute alles, was existiert, keine in irgendeiner diskreten Form festgelegten Grenzen mehr haben und wo einfach die Wesensgleichheit von Existenz und Glückseligkeit klar sind. Und man kann es nicht mehr vergessen. Es ist 24 Stunden am Tag da, auch im Schlaf. Also Erleuchtung ist kein, es ist auf jeden Fall kein Gedanke, es ist auch kein, es ist, ich, also es ist auch nicht unbedingt ein Gefühl, so auch kein Zustand, also eher ein, weiß nicht, also ich, wie kann man das, kann man noch ein, gibt es eine, einen anderen Begriff, wo du sagst, der kommt sehr nah daran an das Wort Erleuchtung? Ja, einfach nur das, was ich gerade gesagt habe. Was ist dieses Realisieren, dass du Sören bist oder dass du ein Mann bist? Das ist keine spezielle Erfahrung. Das ist einfach was, was du nicht vergessen kannst. Das ist eine Verwirklichung, die tiefer ist als eine Erfahrung. Du brauchst auch nicht irgendeine besondere Erfahrung gerade, die dir bewusst macht, dass du ein Mann bist, weil das was ist, was du nicht vergessen kannst. Und noch tiefer als das ist diese existenzielle Erkenntnis. Und man kann es eben nicht schreiben als ich fühle mich so oder ich erlebe das. Warum? Alles, was du beschreiben kannst, bist du nicht. Warum? Wenn es etwas ist, was ich beschreiben kann, tritt es auf in meinem Bewusstsein. Also ist es nicht Bewusstsein. Gibt es nur schwarz und weiß? Also gibt es nur erleuchtet und nicht erleuchtet oder gibt es ganz viele Graustufen? Ja, es gibt natürlich auf dem Weg der Bewusstseinsbefreiung Erfahrungen, die man macht, die Einblicke darin geben, die dann noch nicht permanent sind, aber die auf jeden Fall in Menschen das Leben sehr neu ordnen können, was Prioritäten angeht, was vor allen Dingen das Verständnis angeht, wo liegt eigentlich die fundamentale Lösung des Themas, warum Menschen leiden. Also wenn Menschen mal Einblicke hatten, ja, Satoris, phasenweise Einblicke in so einen erleuchteten Zustand. Definiere Satori. Satori ist ein kurzfristiger Zustand, in dem man in diesem erleuchteten Bewusstsein ist, ohne dass es permanent ist. Man hat einen Einblick. Und was dann passiert bei den Menschen ist, dass beispielsweise ein großer Teil dieses psychischen Apparatus, der sucht danach, wer hat Schuld. Das hört schon mal zum großen Teil auf. Man verliert das Interesse daran, weil man sieht, ob ich leide oder nicht, ist einzig und alleine Frage meines Bewusstseinszustandes. Das heißt nicht, dass man jetzt zum Fußabtreter anderer Menschen wird. Ganz im Gegenteil. Es kann sogar leichter fallen, gesunde Grenzen zu setzen, wenn man zum Beispiel nicht mehr Angst hat, abgelehnt zu werden, weil man eben auch keine Bestätigung mehr von anderen Menschen braucht. Aber im Großen und Ganzen führen diese Einblicke, diese Erfahrungen, und das ist dann die Antwort auf deine Frage mit den Grauzonen. Ja, da gibt es viele Grauzonen, natürlich. Für die allermeisten Menschen ist es nicht ein Knall auf Fall erleben von überhaupt keinen Schimmer davon zu haben, zu völlig erleuchtet. In diesen stufenweisen Erkenntnissen verändert sich sehr viel im Leben. Die Glückseligkeit des Seins schimmert durch. Sie zeigt sich vermehrt, tritt eine größere Leichtigkeit im Umgang mit Herausforderungen auf. Und es festigt sich einfach die Klarheit darüber, dass in der Erkenntnis des eigenen Seins der Schlüssel liegt zur Befreiung. Das kann schon passieren, lange bevor dieser endgültige Zustand von Erleuchtung da ist. Wenn einmal dieser endgültige Zustand da ist, gibt es noch ein Zurück? Ein Zurück. Also, dass man wieder vergisst. Ja, genau, dass man dann nicht mehr Ja, diese Erleuchtung. dann ist es per Definition nicht endgültig. Insofern ist das eine Frage, die sich selbst eigentlich aufhebt. Dann ist es nicht Erleuchtung. Okay, ja, gut, verstehe. Und dazu mal noch eine andere Beobachtung. Ich höre manchmal auch, ja, aber man braucht doch ein Ego für etc. etc. Ne? Wenn man sich jetzt mal die dokumentierte Geschichte der spirituellen Tradition anschaut, die dieses Thema Erleuchtung im Fokus hat, da gibt es ja wirklich viel, was darüber aufgezeichnet wurde. Und es hat sich noch nie ein einziger Mensch darüber beschwert.
wenn er diesen Zustand erreicht hat, und nie wollte jemand zurück. Also eine 100-prozentige Kundenzufriedenheit über viele Jahrtausende. Ist ja fast wie bei Beyond Matter. Das ist schon was sehr Besonderes, denn überleg dir mal, was tun Menschen alles, um glücklich sein zu wollen? Familie gründen, Karriere, Sinn im Leben suchen, eine sinnvolle Aufgabe, auch meinetwegen karitative Projekte, sich gut Schönheits-OPs um auch sehr auf dem Vormarsch. Schönheits-OPs, ja, genau, mehr Followers auf Social Media. Wie hoch ist der Prozentsatz von Leuten, bei denen das zu dauerhaften Glück führt? Wie oft sind Leute enttäuscht? Und dann gibt es dieses eine große Unterfangen, herauszufinden, wer bin ich wirklich? Jenseits der wechselhaften Antworten, die ich mir geben kann. Und jeder, der diese Frage gelöst hat, landet im absoluten Frieden und bestätigt, dass das die Lösung für das Problem des Leidens ist. 100%. Das ist ja mal eine Aussage. Es könnte lohnenswert sein. Was denkst du, wie viele Menschen auf der Welt sind in diesem Zustand von der aktuellen Weltbevölkerung? Ich Du habe musst nicht die geringste Ahnung. mal dann in die Glaskugel mal wieder Ich weiß es reinschauen. nicht, weil es sehr gut sein kann, dass es Leute gibt, von denen das kein Mensch weiß. Ich werde nie vergessen, wie ich mal in Indien war, in so einem spirituellen Zentrum, wo ich einen langen Kurs gemacht habe zu Meditation, Bewusstsein, Erleuchtung, all diesen Sachen. Und ja, das war auch gut da, der Kurs und diese Lehrer. Aber wer mich am meisten beeindruckt hat, war ein Mann. Das musste ein Dorfbewohner gewesen sein. Und das war in Tamil Nadu 2005. Und Tamil Nadu, ein südlicher Bundesstaat, ging es in diesen Jahren richtig schlecht. Damals haben dort ganz viele Bauern Selbstmord begangen, weil Monsanto mit ihrem fürchterlichen Saatgut da so viel Schaden angerichtet hat, wo diese Bauern ja einfach ruiniert wurden. Und das war ein Mann dort aus der Gegend vom Dorf. Der hatte mit Sicherheit keine Bildung. Der hat dort die ganze Zeit die Klos geputzt. Ne? Und ich war da mit einer Gruppe von 100 Leuten, alles stinkreiche Westler, die sich sowas Utopisches wie ein Flugticket leisten konnten. Für diesen Mann undenkbar. Und dieser Mensch, der den ganzen Tag da geputzt hat, und wir latschen da mit unseren staubigen Schuhen rein, machen alles wieder dreckig, der hatte ein Leuchten in den Augen. Das hat mich erschüttert. Also, das war so ergreifend. Der muss in echter Armut gelebt haben. Vielleicht war dieses Kloputzen da der beste Job, den er je hatte. Und wir ganzen verwöhnten Westler mit unseren Luxusproblemen, ne, über die wir uns da mal ab und zu dann auch mal beklagt haben. Der hat uns den ganzen Tag unseren Dreck weggemacht. Und dem in die Augen zu gucken, das war unfassbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass der im erleuchteten Zustand war. Das wird vielleicht niemand wissen, weil der nun nicht in den Lebensumständen ist, wo er dann anfängt, Bücher zu schreiben oder Seminare zu geben. Ich weiß nicht, wie viele Leute es dieser Art gibt. Dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Der viel wichtigere Punkt ist, warum bist du es nicht? Warum ist das, was uns am nächsten ist, nächster als der nächste Gedanke? Dieses Wissen, dass du existierst, das hast du immer bei dir. Alles, was Erleuchtung ist, ist in absoluter Klarheit zu wissen, was du bist. Warum ist das nicht weiter verbreitet? Warum ist das überhaupt ein Thema, über das wir sprechen? Warum ist das nicht das Natürlichste auf der Welt? Denn das ist es an sich. Das könnte es sein. Keine abgehobene Geschichte. Das ist das Realste überhaupt. Und es ist jedem Menschen zugänglich. Man braucht keine besondere Begabung. Man braucht keine besonderen genetischen oder anderweitigen Voraussetzungen, besonderes Talent oder irgendwas. Man muss einfach nur sein. Und die Voraussetzung bringt ja jeder mit. Und es ist auch nicht, also sagen wir mal, es ist nicht unbedingt förderlich, wenn man jetzt, oder es ist kein entscheidender Faktor, wie zum Beispiel die körperliche Verfassung ist. Oder die geistige, psychische Gesundheit. Oder würdest du schon sagen, dass das da mit einer Rolle spielen kann? Naja, letzten Endes hängt sehr vieles immer davon ab, was macht man draus. Psychisches Leiden kann ja oft ein Ausgangspunkt dafür sein, dass Menschen sagen, okay, ich gebe mir noch eine Chance und jetzt will ich es wirklich wissen. Ne? Also dass man dann einfach eine sehr radikale Art von Motivation findet und sieht,
Gut, mein bisheriges Leben hat wirklich nicht funktioniert, also kann ich da auch einen radikalen Bruch mitmachen mit der Art, wie ich bisher nach Glück gesucht habe. Aber dazu muss man diese Kraft haben, etwas so zu nutzen. Und sicherlich sind Menschen, die in einer schweren Depression hängen, im Allgemeinen davon sehr, sehr gedämpft. Und wenn jetzt die psychische Verfassung so ist, dass Menschen, sagen wir mal, zu Wahnvorstellungen neigen, ja gut, da braucht es erstmal sehr viel mehr Stabilität in der Psyche. Aber ich würde sagen, der sehr große Teil der Menschen bringt die Voraussetzung an sich mit, die es braucht, um so einen Weg zu beginnen. Das heißt ja auch nicht, dass man auf so einem Weg nicht auch Dinge im Körper und Geist erstmal in Ordnung bringen kann. Und klassische spirituelle Schulung bedeutet, ja, letzten Endes geht es um diese absolute Erkenntnis, ich bin Bewusstsein, Glückseligkeit. Auf dem Weg dahin mag es sehr gut sein, dass man Lebensenergien, Körper, körperliche Energien in Gleichgewicht bringen muss. Dafür gibt es ja die ganzen fundamentalen Praktiken. Es gibt Hatha-Yoga, es gibt die taoistischen Praktiken, es gibt so viel. Es gibt Atemübungen, es gibt Anregungen für den Lebensstil, Anregungen für die Ernährung. Also wenn du dir spirituelle, traditionelle Schulungen anschaust, das war immer sehr naturnahes, einfaches Leben. Sehr viel Zeit in der Natur zu verbringen, natürliche Nahrung essen, ein relativ einfaches Leben zu führen, dass die Sinne auf eine gute Weise stimuliert werden von natürlichen Reizen, aber nicht überstimuliert werden. All das gehört ja dazu. All das führt ja auch schon zu einer größeren Ausgeglichenheit in der Psyche. Kommen wir nochmal zurück zu den Begriffen. Wie würdest, also wir haben jetzt ausführlich über Erleuchtung gesprochen, wie würdest du den Begriff Meditation kurz und knapp zusammenfassen? Meditation bedeutet, dass man sein Interesse, seine Aufmerksamkeit von den Objekten der Wahrnehmung zurücknimmt auf Wahrnehmung oder Bewusstsein an sich. Der größte Teil der Menschen verbringt praktisch den ganzen Tag damit, Objekte der Aufmerksamkeit eins nach dem anderen wahrzunehmen. Ganz viel davon sind natürlich Gedanken und Gefühle und dann die objekthafte Welt. In Meditation, da nimmt man sich eben Zeiten, wo man das nicht machen muss, weil man derzeit jetzt nichts tun muss, kein Problem lösen muss. Und in diesen Zeiten bewusst wach, präsent zu sein, ohne Inhalt, ohne Gedanken nachzugehen, ohne Gefühle nachzugehen, ohne darüber nachzudenken, was, wann, wo, ohne die aktuelle Erfahrung zu interpretieren, ohne sie mit was anderem zu vergleichen, ohne zu suggerieren, wie sie anders sein sollte. Kann ich einfach nur da sein und nichts weiter tun? Also in anderen Worten, nimm dir ein Meditationskissen, nimm dir eine Zeit, wo du nichts tun musst und sitz einfach mal. Lass es 15 Minuten sein. Kannst du 15 Minuten sitzen und nichts tun? Und wenn man das nicht kann, dann macht es Sinn festzustellen, dass man geistig nicht gesund ist. Weil man dann zwanghaft Dinge tut, die nicht notwendig sind. Denken, interpretieren, vergleichen, etc. Das erstens eine Menge Energieverschwendung ist, sich zweitens häufig nicht gut anfühlt und vor allem Bewusstsein benebelt. Es kann dann nicht zur Ruhe kommen, um sich selbst zu erkennen. Und deswegen gibt es dann Meditation einerseits aus diesem absoluten Ideal heraus, du musst nichts tun. Das ist so ein Zen-Buddhismus. Shikantas, einfach sitzen. Kann aber natürlich niemand. Die Leute sitzen und werden halt irre von ihrem überdrehten Geist. Also gibt es dann Einführung, Annäherung, wie man diesem Zustand näher kommt. Und da gibt es sehr viele, sehr unterschiedliche Ansätze. Und meiner Ansicht nach sind die Hinwendungen zur Meditation, die Wegbereiter zur Meditation, die aus dem Kaschmir-Shaivismus stammen, außergewöhnlich effektiv, weil es hier Ansätze gibt, die zum Beispiel jedem Menschen sofort ermöglichen, gedankenfrei zu sein. Und sei es nur für ein paar Momente, aber das kann jeder Mensch lernen. Und das kann schon mal immens wohltuend sein. Dann kann man lernen, das auszudehnen. Und es gibt andere Ansätze über die Sinne, über Lebensenergien im Körper, wie dieses Zwanghafte, dass der Geist immerzu Dinge tut, die dem Leben hinzugefügt werden.
Ja, wie John Lennon so schön gesagt hat, Leben ist das, was den meisten Menschen passiert, während sie damit beschäftigt sind, andere Pläne zu machen. Dass das ruhiger wird, dass das weniger wird. Und am Ende ist Meditation nichts, was man tut, sondern es ist eben mal eine Zeit des Nichttuns, aber dabei wach und präsent zu sein. Unglaublich wohltuend, unglaublich erholsam fürs Nervensystem, für die Psyche, für den Körper. Und ja, ein Schulungsweg, der sich lohnt, im Laufe der Zeit immer besser in der Lage zu sein, einfach nur zu sein. Würdest du dieses Sprichwort oder Zitat unterschreiben, das heißt sinngemäß, wenn du nicht die Zeit hast, eine halbe Stunde zu meditieren, dann musst du eine Stunde meditieren. Würdest du das? Es gibt im Taoismus diesen Spruch, nimm dir eine halbe Stunde am Tag Zeit, nichts zu tun, außer du bist sehr beschäftigt, dann brauchst du eine Stunde. Ja, genau. Ja, also wenn man sich mal das Leben heute anguckt, dann sagen ja ganz viele Leute, sie haben so wenig Zeit, sie sind so überfordert. Aber warum ist das so? Wenn man mal ehrlich Zeittagebuch schreibt, eine Woche lang, jede halbe Stunde aufschreiben, was hat man gemacht? Und dann wertet man mal aus, wie viel von dem, was man an Zeit investiert hat, hat irgendwas mit echter Verbesserung der Umstände der Lebensqualität zu tun? Hat irgendeine Notwendigkeit, eine echte Pflicht, die man hat, ja, sich um seine Kinder zu kümmern oder das Haus zu putzen oder ja, solche Dinge, das sollte man machen. Aber wie viel Zeit verbringen Leute mit irgendwelchen Dingen, einfach nur, weil sie interessant sind? Warum sind sie interessant? Weil irgendwelche Algorithmen wissen, was Menschen interessant finden. Also alleine der Technikwahn, der die Leute heute so ergreift, dass das Algorithmen bestimmen, womit man seine Zeit verbringt, wenn man es nicht müsste, weil man nicht jetzt beruflich oder aus einem anderen Grund es muss. Da gibt es so viel brachliegende Landschaft an Lebenszeit. Und da würde ich sagen, nehmt euch von dieser Zeit möglichst viel und geht spazieren ohne Handy, liegt im Gras und schaut in den Himmel und lernt eine gute Meditationspraxis. Habt Zeit für das bewusste Nichttun. Meiner Erfahrung nach wird man dadurch auch im Tun viel effektiver. Ja? So dass man Also dann ich arbeite. mehr Zeit eigentlich hat, sozusagen. Ja, ich arbeite sehr viel und ich kann schon von mir sagen, dass ich sehr produktiv bin. Und ein Grund dafür ist, dass ich die Zeiten habe, wo ich nicht denke. Es gibt ja auch einen interessanten neurophysiologischen Zusammenhang. Denken führt zur Produktion von Beta-Amyloiden, die irgendwann zur Demenz führen würden, würden sie nicht abgebaut. Wann bauen wir sie ab? Die meisten Menschen nur im Tiefschlaf. Im Tiefschlaf kann man nicht denken, man kann auch nicht träumen. Warum? Weil die Neuronen schrumpfen um 50 bis 60%. Nur dann kann zwischen den Gehirnzellen Stoffwechselmüll bereinigt werden. Falls Denken an sich führt zur Verblödung, sei denn, wir haben auch Phasen ohne Denken. Die meisten Leute haben es nur im Tiefschlaf. Aber gedankenfreie Zeiten im Wachzustand sind ausgesprochen gut, auch für unser klares Denken. Ja. Ja, Und insofern sich Zeit dafür zu nehmen, ist sehr, sehr, sehr wertvoll. diese gedankenfreien Zustände müssen ja nicht zwingend nur dann sein, wenn ich meine Meditationspraxis mache, also wenn ich mich auf mein Kissen setze für 15 Minuten, sondern können ja theoretisch bei fast jeder Tätigkeit oder in jeder Phase des Tages praktiziert werden. Richtig? Also nicht in jeder wahrscheinlich, aber es gibt Zustände, es gibt Tätigkeiten, wo es leichter ist. Also ja, man braucht auf jeden Fall auch eine richtige Meditationspraxis, wo man nichts anderes macht, sonst ist es sehr unwahrscheinlich, dass man das in Alltagstätigkeiten einfach mal so hat. Und eine Meditationspraxis, wo man sich Zeit nimmt für eine stille sitzende Meditation, die wirkt sich dann ganz häufig darauf aus, dass sehr viel mehr Flow erlebt werden kann. Ich bin in einer Tätigkeit und tue nur das. Und viel von dem psychischen Kommentar zu dieser Tätigkeit fällt dann zum Beispiel weg. Das erhöht Effizienz und ist gut fürs Nervensystem. Und es ist einfach schön, auf diese Art mehr leben zu können. Die tieferen Ebenen von Meditation brauchen schon dann auch besondere Zeiten, wo man mit gar nichts anderem beschäftigt ist. Aber beides geht Hand in Hand, auf jeden Fall. Okay. Du hast gerade schon so die Vorteile der Meditation angedeutet, welche tollen Effekte das haben kann. So
ich schätze mal so vor so 2, 3 Jahren, habe ich von jemandem, der so viel im Bereich so der, sag ich mal, Traumaarbeit, Traumaheilung unterwegs ist, Regulierung des Nervensystems, der auch aus dieser Richtung kommt und das auch als wertvoll empfindet, also Meditation an sich, also er hat mir die Perspektive gezeigt, dass auch Meditation Risiken mit sich bringt, in dem Sinne, dass die Leute auch überfordert sein könnten mit den Sachen, die hochkommen, wenn sie in diesem Zustand sind sozusagen und wenn sie dann allein sind, dass das dann vielleicht auch das Nervensystem oder andere ja, Regulationsmechanismen im Körper überfordern könnte. Siehst du da auch, also siehst du das, sagst du vielleicht, hey, wenn man weiß, dass da vielleicht einiges da ist, dann sollte man das eher geführt machen erstmal. Also zunächst mal ist Meditation heute praktisch in jeder psychosomatischen Klinik Bestandteil der Arbeit mit Klienten, und in psychosomatische Kliniken gehen ja Leute mit eher schwerem Trauma. Und jetzt ist Meditation ja auch ein großer Regenschirmbegriff, unter dem sich viel verbirgt. Ich habe viel mehr Überforderung mit Trauma gesehen durch stimulierende Sachen wie holotropes Atmen, ja, wo man hyperventiliert, 45 Minuten lang dann Sachen hochkommen, und das kann echt, weil es so eine Brechstangentechnik ist, zu viel sein. Es gibt aber auch natürlich forcierte Energiemeditation. Und da muss man schon gucken, was man macht. Also so beliebt wie Joe Dispenza heute ist, und das ist ja auch für viele Leute gut, aber jetzt hatte ich gerade wieder Klienten, die haben halt von der Dispenza-Meditation Migräne bekommen. Warum? Weil man dann zum Teil mit Druck im Körper arbeitet und Energie in den Kopf leitet. Also Kundalini-Energie soll da so geleitet werden. Und das kann sehr gut sein, dass das System in dem Moment dafür nicht bereit ist. Und deswegen ziehe ich halt natürliche Ansätze von Meditation vor, wo man der Energie ihren freien natürlichen Lauf lässt und sie nicht sehr stark in ein Korsett presst und sagt, so muss sie verlaufen. Also da ist ein bisschen die Situation ähnlich, wie man sagt, ja, Medizin, ist Medizin gut für Menschen oder nicht? Ja, was bedeutet das? Das ist ein großer Begriff. Das kann von tödlich bis unglaublich heilsam sein. Und Meditation hat jetzt vielleicht nicht ganz so ein Spektrum bis hin zu tödlich, aber was verstehen Leute unter Meditation? Zum anderen ist es so, dass oft Menschen mit zu starkem Trauma gar nicht meditieren können. Also bei so Hyperarousal-Zuständen, wenn die so permanent sind, diese Leute sitzen nicht eine halbe Stunde. Das machen die einfach nicht. Und in den allermeisten Fällen sind nicht forcierte Formen von Meditation sehr gut. Was man sagen kann, ist, dass wenn man jetzt nicht einfach nur so ein bisschen für sich meditiert, sondern wenn man da in so einen Prozess tiefer geht, dann macht es Sinn, Begleitung zu haben. Und gerade wenn es um sowas geht, wie in diese tieferen Ebenen kommen, Erweckung von Kundalini. Kundalini ist eine spezielle Form von Lebensenergie, deren Aufgabe es ist, Bewusstsein zu erwecken. Bewusstsein zu seiner wahren Natur zu erwecken. Mal ganz einfach gesagt. Das ist ja was, was ich unterrichte und wo ich Menschen begleite im Rahmen einer Organisation, in der ich ja auch durch diesen Schulungsweg gegangen bin. Und für so einen Prozess sollte man Begleitung haben, auf jeden Fall. Einfach nur Meditation an sich, da würde ich mal sagen, 99% der Menschen würden massiv davon profitieren. Und diejenigen, für die es zu viel wäre, die würden sehr wahrscheinlich nicht meditieren. Nur dass jemand durch stille Meditation einfach so eine Erfahrung mitbekommt, habe ich persönlich bisher nicht erlebt. Ich erlebe sehr viel mehr, dass traumatisierte Menschen total überfordert sind, weil sie keinen Zugang auch mal zu geistiger Stille haben. Sie haben ja auch dann nie den Abstand zum Trauma. Wenn man nicht auch mal tief erfahren kann, dass Trauma auch nur ein Phänomen ist, was im Bewusstsein auftritt und nicht die Realität hat, die das Gefühl zu suggerieren scheint, dann wird es schwer, Trauma zu heilen. Ich habe auch mit Traumatherapie unterschiedliche Dinge erlebt. Sie kann sehr, sehr gut sein. Sie kann aber auch dazu führen, dass man sich immer weiter als traumatisiertes Individuum wahrnimmt und über die Jahrzehnte hinweg an Trauma arbeitet. Und das wird dann so der Modus. Ich bin traumatisiert, also muss ich noch das, 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 das und das auch arbeiten. Und damit hat man eine neue Identität. Und
Das gute Gleichgewicht ergibt sich, wenn sich Traumatherapie und Arbeit an Trauma ergänzt zu, ich bin frei davon, schon immer, in jedem Augenblick. Was ist denn Trauma? Trauma ist die Illusion, dass ein Ereignis, das sehr lange her sein kann, jetzt ist. Mein Nervensystem hat noch nicht gelernt, dass es vorbei ist. Also ist da auch dieser Aspekt von purer Illusion dabei. Und ja, gute Traumatherapie kann auf der Ebene von Nervensystem, von Emotionen, da sehr viel Gutes bewirken. Aber die grundlegende Illusion, ich bin definiert durch Umstände, die passieren oder mal passiert sind, das ist eben auch eine Frage, wo ruht mein Gefühl von Identität? Und ich kenne so viele großartige Traumatherapeuten, die eben auch Meditation in ihrem Repertoire haben, es unterrichten oder praktizieren. Und wie gesagt, in jeder psychosomatischen Klinik heute hast du Meditationspraxis. Ja. Okay. Haben wir das auch geklärt? Du hast gerade schon mindestens einmal das Wort Kundalini erwähnt. Kannst du noch kurz und knapp erklären, was es damit auf sich hat? Ja, Kundalini ist sicherlich jedem bekannt, der sich schon mal ein bisschen mit Yoga beschäftigt hat. Und das ist eine Form von Lebensenergie, die normalerweise betrieben wird als ein Potenzial im Perineum, im Beckenboden. Und wenn sie zum Leben erweckt wird, dann gibt es da so einen Prozess, durch den sie in der Wirbelsäule nach und nach verschiedene Zentren im Körper, Energiezentren erweckt und letzten Endes in den höheren Gehirnzentren ihre Kulmination findet. Und was im Verlauf dieses Prozesses passiert, ist zum einen, dass Energieblockaden gelöst werden, dass sich physische Prozesse ändern, viele emotionale Muster sich verändern können. Also kann auch viel Heilung stattfinden. Und zusätzlich findet eine Desidentifikation von all dem statt. Das heißt, ich arbeite nicht nur mit der Kundalini, weil sie arbeitet nicht nur durch meine Themen hindurch, sondern Schritt für Schritt auch, oh, ich bin nicht betroffen von diesem Thema. Ich bin nicht das Individuum, das Scheinbare, das dieses Thema hat. Das ist nur ein Phänomen im Bewusstsein. Da ist nicht eine zentrale Verwaltungsstelle eines Ichs, was davon definiert ist. Und so führt dann Kundalini, wenn sie von aktiv zu erwacht übergeht, letzten Endes zu dieser Erkenntnis, oh, ich bin nicht meine Psyche. Meine Psyche ist in mir. Und ja, da mag es den einen oder anderen Verbesserungsbedarf geben, also immer weiter an seinen Schattenthemen zu arbeiten und Muster der Psyche zu harmonisieren. Das ist großartig. Das lohnt sich, das Leben lang weiterzumachen. Nur man kann es machen von dieser totalen Freiheit aus. Und ich würde es mal vergleichen, damit passiert, wenn kleines Kind ein emotionales Drama erlebt, wo findest du dann den besseren Trost? Bei einem gleichaltrigen Kind oder bei einem liebevollen Elternteil? Natürlich beim Elternteil. Warum? Für das Kind ist das Drama völlig legitim. Aus der Sicht des Kindes ist, ich habe meinen Lieblingsstift nicht gefunden zum Malen oder was auch immer. Das ist dramatisch. Aber nicht für den Erwachsenen. Der Erwachsene transzendiert das. Der hat die größere Sicht. Aber was macht ein Erwachsener? Der sagt ja dann hoffentlich nicht, ja, hab dich nicht so, ja, sondern der hat Empathie, der hat Mitgefühl, weil er weiß, aus Sicht des Kindes, das ist völlig legitim. Nur diese größere Transzendenz, diese größere Sicht ist für das Kind notwendig, um auch Trost zu finden. Wenn da ein anderes Kind wäre, das in das gleiche Drama geht, ja, wo ist dann die Ressource für das Kind? Und so können wir mit unserer Persönlichkeit werden, mit der Individualität, die ja weiterlebt. Wir sind etwas viel Größeres. Das Das heißt, absolut. wir können für uns selbst die Rolle des Erwachsenen einnehmen. Ja, Ist das viel größer als Erwachsen. ja. Wir sind grenzenlos frei, glückselig, absolute Liebe. Und aus dem heraus können wir uns unserem individuellen Leben und dem individuellen Leben anderer zuwenden. Total im Herzen berührt, total mitfühlend, wirklich mit Widmung, mit Engagement, aber eben frei von Drama. Weil nichts ultimativen Problem. So kann man leben. Wir hatten, bevor wir das Interview gestartet haben, hatten wir schon mal einen ersten Versuch. Da gab es ein kleines technisches Problem. Da hast du sowas gesagt wie, am besten sagst du es gleich nochmal genauso sinngemäß wie, ein Leben ohne Leid
ist möglich oder ein leidfreies Leben ist möglich. Sag das bitte nochmal und was hast du nochmal genau gesagt? Leiden ist optional. Genau, das war's. Leiden ist optional. Das heißt nicht, dass wir immer haben, was wir wollen. Das heißt nicht, dass wir nicht emotionalen Schmerz erfahren. Emotionaler Schmerz ist kein Leid. Das ist nur ein Erleben im Körper. Leid ist eine Erfahrung plus das Gefühl, das sollte nicht sein. Das ist Leiden. Wenn ich emotionalen Schmerz fühlen kann, ist es eine pure Erfahrung im Körper, die unschuldig ist und die kein Problem darstellt und die Glückseligkeit kein bisschen herunterdimmt. Und insofern ist Leiden nicht Leben zu erfahren, sondern Leben zu erfahren plus es zu interpretieren und sei es rein Gefühl zu interpretieren, ohne dass man jetzt kognitiv interpretiert. Und diese Interpretation von irgendwas ist schlecht, irgendwas ist falsch, irgendwas trifft mich existenziell. Das kommt daher, dass Menschen nicht wissen, wer sie wirklich sind. Das kommt daher, dass Bewusstsein vergisst, dass es die fundamentale Realität ist und man projiziert in die Umstände des Lebens und auch die eigene Persönlichkeit ist ein Umstand des Lebens. Auch das ist peripher, ja? Man projiziert dort Realitäten ein. Das kann enden. Okay, ich denke, wer bis hierhin zugehört hat, der hat bis jetzt, also hat auf jeden Fall schon ein besseres Verständnis von der Thematik, als er es vorher hatte. Wir haben so einige grundlegende Begriffe geklärt und auch so die Zusammenhänge von ihnen. Und ich denke, jetzt ist auf jeden Fall schon ein gewisses Gefühl da, ja, worüber wir hier gesprochen haben, sozusagen. Jetzt natürlich die große Challenge, das in der Praxis umzusetzen, beziehungsweise auch so die ersten Schritte zu gehen. Und auch diesbezüglich hast du ja quasi mit der Angelika Förstler einen Kurs aufgenommen, einen Videokurs. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen. Für die Leute, die bis hierhin durchgehalten haben, in Anführungsstrichen, für wen ist dieser Kurs geeignet? Was erwartet einen dort und womit kann man rechnen, wenn man halt diese Dinge darin, so wie du es empfiehlst oder ihr umsetzt. Ja, also es war mir ein großes Anliegen, einen Meditationskurs zu konzipieren, der erstens für jeden Menschen geeignet ist, ob mit Vorerfahrung oder nicht. Das heißt, ob du jetzt schon 20 Jahre Yoga praktizierst und Vipassana Meditation oder sonst was, du wirst in diesem Kurs auf jeden Fall neue Dinge lernen. Das kann ich garantieren. Das sind Inhalte, die die Menschen noch nicht kennen, auch wenn sie in der Thematik sehr gut bewandert sind. Aber es ist eben auch für komplette Neueinsteiger geeignet. Denn Meditation ist nichts Kompliziertes, nichts Schwieriges. Und mit den Ansätzen, die im Kurs vermittelt werden, nutzt man ganz natürliche Wirkungsprinzipien der Sinne, der Aufmerksamkeit, der Atmung, der Lebensenergie. Es gibt in diesem Kurs auch eine erste kleine Aktivierung von Kundalini-Energie. Das nennt sich Shaktipat. Das ist etwas, was man auch aufnehmen kann und was über eine Aufnahme auch wirkt. Und das kann so ein Eindruck davon geben oder einen Ansatz dazu, wie es sein kann, wenn Kundalini ein bisschen zum Leben erwacht. Es gibt eine Menge Fragen, die beantwortet werden. Also wir hatten eine lange FAQ-Sitzung in dem Kurs. Und dann hat man strukturierte und geführte Meditationen, mit denen man einsteigen kann. Die kann man dann eine Weile mit der Führung, mit den Videos praktizieren, bis sie einen in Fleisch und Blut übergehen und man die Videos nicht mehr braucht. Und damit hat man einen sehr, sehr guten Einstieg, wo man einfach zu Hause für sich in seiner eigenen Zeit diese Dinge umsetzen kann, je nachdem auch, wie die Zeiteinteilung so ist. Und das halte ich für sehr effizient, um einfach zu sehen, was ist möglich mit ein paar wenigen einfachen, sinnvollen Ansätzen? Man wird sehr erstaunt sein, wie viel Ruhe man allein den Geist bekommt mit diesen Methoden, die dort im Kurs vorhanden sind. Und wenn dann mehr Interesse besteht, sicher, dann gibt es irgendwann auch die Möglichkeit, Meditationsretreats zu besuchen und andere Dinge, die ich dazu anbiete. Aber um auf den Weg zu kommen und vor allem auch in diesem großen Dschungel der Empfehlungen, was es so alles gibt. Na, du kannst ja jede Woche im Internet was Neues finden und die drei magischen Schlüssel für dies und die sieben Gesetze des sonst was, was du mit dem Geist alles machen kannst und wie du dir alles manifestierst, was du schon immer wolltest, aber nicht wirklich brauchst.
Keine Ahnung, es gibt ja so viel. The Secret. Ja. Auch ein Ja. Klassiker. Oh, genau, oder dann irgendwelche Besprechungen mit irgendwelchen anderen höheren Energien zu arbeiten. Naja, wie soll man sich da zurechtfinden? Dieser Kurs gibt, glaube ich, sehr viel Klarheit und ist überprüfbar. Und ich meine, Spiritualität, das kann leicht so ein bisschen sehr ätherisch klingen. Es muss wahr sein für dich, sonst taugt es nichts. Es muss sich verifizieren lassen in deiner Erfahrung. Und mein Anspruch in dem Kurs, und ich glaube schon, dass dieser Kurs erfüllt ist, dass die Dinge, von denen wir heute gesprochen haben, dass die mit dem Kurs für dich verifizierbar sind. Jedenfalls in einem großen Ausmaß. Ich kann jetzt nicht sagen, durch den Kurs kommst du zur kompletten Erleuchtung. Aber viel von dem, worüber wir gesprochen haben, das Bewusstsein zurückfindet in sich selber. Jedenfalls mehr und mehr. Dass Erkenntnisse einsetzen, die nicht mental sind, die keine mentale Haltung sind, sondern direkt unmittelbar, dass Frieden und Glück nichts zu tun hat mit den Umständen des Lebens, dass man von Fülle aus in die Umstände des Lebens geht, nicht von Mangel. Das sind Dinge, die liefert der Kurs, wenn man die Dinge praktiziert, die da drin sind. Garantiert. Diese Methoden sind wirksam. Sie sind wirksam auch für Leute, die sagen, oh, ich habe so einen Affengeist, ich kann keine 5 Minuten ruhig sein. Das habe ich bei ausreichend vielen Leuten ausprobiert und aufgrund dessen ja diesen Kurs gemacht, nach vielen Jahren Feldforschung. Was funktioniert am zuverlässigsten bei der größten Anzahl von Menschen? Okay, sehr, sehr spannend. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und so, Christian, jetzt ist wieder Zeit für die Glaskugel. Zwei Fragen habe ich noch. Einmal, was würde sich ändern, wenn viele Menschen eine meditative Praxis oder eine Meditationspraxis hätten täglich? Ganz einfach, was Moderates, wie könnte sich das Leben verändern? Wir hätten mit Sicherheit eine massive Verbesserung der allgemeinen psychischen Gesundheit. Und wahrscheinlich wäre es für die Wirtschaft richtig mies, weil sehr viel Konsum reduziert werden würde. Das heißt, unser aktuelles Wirtschaftssystem lebt ja davon, dass Menschen psychisch sehr gestört sind und deswegen so viel konsumieren müssen, um das Leben auszuhalten. Also, da wäre dann auch eine Anpassung in irgendeiner Form mal notwendig. Okay, und denkst du, dass sich da dadurch auch sozusagen das Feld, von dem ja häufig gesprochen wird, dass sich das verändern würde, wenn ganz viele Menschen meditieren und was Nö. aussenden? Ich halte von solchen Ideen herzlich wenig. Okay. Es wird immer wieder gesagt, ne? Und da gab es die TM-Bewegung, die haben das behauptet, ja, wenn viele Leute TM machen, sinkt die Kriminalität. Ja. Okay, aber da Was wurde es ist TM? transzendentale Meditation, das war Ja. der Guru von den Beatles, Maharishi Mahesh Yogi, der es popularisiert hat. Ja, und dann geht man mal nach Fairfield, Iowa, und da ist ein Viertel der Bevölkerung TM-Meditationspraktizierend und da ist die Kriminalitätsrate in den letzten 30 Jahren immer mehr gestiegen. Also solches magisches Denken wie wir verändern die Welt. Das sind diese ganzen Projektionen. Die Welt ist, wie sie ist. Und wenn du zu gut für diese Welt wärst, wärst du schon in der anderen. Das heißt, ein spiritueller Schulungsweg heißt, mit dem Leben in Frieden zu sein und engagiert im Leben aus innerer Stille und Fülle und Glück zu leben, ohne utopische Fantasien. Ja, aber denkst du nicht, dass du damit was aussendest, auch wenn es nicht deine primäre Absicht ist, was du möchtest nichts Es verändern? wird die, aber es wird den Lauf der Welt nicht ändern. Es hört den Lauf der Welt nicht an, okay. Nein, dazu ist jetzt zum Beispiel mein Einfluss erstens viel zu begrenzt, aber auch wenn jetzt 10.000 Leute meinen Kurs kaufen, na und? Das ist Unterschätzt ein nicht deinen Tropfen. Einfluss, Christian. Ja, auf Menschen, die diese Dinge wollen. Nur, es ist eine der Illusionen, die, wenn man sich durch die Jahrhunderte umschaut, zurück, dann sieht man, es gibt in jedem Jahrhundert, spätestens alle 20 Jahre, utopische Prophezeiungen. Jetzt kommt der große Wendepunkt, jetzt kommt dann da, da, da. Ja. Es kommt nicht. Es passiert einfach nicht. 2012 sollte der große Aufstieg in die. Nein, ist nicht passiert. Und das ist so. Die Welt ist, wie sie ist.
bis sie sich ändert. Ob sie sich ändert, werden wir sehen. Aber ich würde niemals empfehlen, dass man an irgendeine spirituelle Praxis geht mit dieser Idee. Denn erstens verliert man damit den Bezug zu der Wirklichkeit, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Die Welt braucht nicht mehr Weltverbesserer, die selber mit sich nicht zurechtkommen. Ja? Und wenn du dich so veränderst, dass du ein Überfluss an Glückseligkeit, Liebe für andere sein kannst, das ist richtig viel wert. Aber wenn man sich in Fantasieorgien ergibt, dass man irgendwie auf eine tolle Art das kollektive Feld verändert, dann übersieht man wahrscheinlich, vor der eigenen Haustür zu kehren. Ich habe das so viel erlebt in Gruppierungen aller Art und in Leuten, die dann glaubten, sie machen was ganz Wichtiges für die Menschheit. Und in Wirklichkeit kamen sie mit den basalsten Dingen ihres Lebens nicht zurecht. Ja, wie man im Zen so schön sagt, wenn du wissen willst, wie erleuchtet der Meister ist, frag seine Frau. Da sollte man ansetzen. Das heißt, bevor ich nicht, in meinem Leben, so wie ich es lebe, mit den Menschen, mit denen ich lebe, sagen kann, okay, da ist einfach nur pure bedingungslose Liebe. Das ist das Einzige, von wo aus ich lebe. Solange, ich habe ja auch, ne, meine Themen und emotionale Schattenseiten, diese Dinge, die sind ja im Unbewussten gespeichert. Das ist ja ein großer Vorrat. Ich identifiziere mich nicht mehr damit, bin nie wieder unglücklich deswegen. Ich schäme mich auch nicht mehr dafür, weil ich nicht mehr identifiziert bin. Aber die Dinge sind da. Und dieser Bodhisattva-Eid, ne, Bodhisattva lebt für die Befreiung aller Lebewesen. Ist ja so aus dem Buddhismus. Ja, so dieses, ja, dieses eine große Thema. Was ist ein Bodhisattva? Er lebt für die Befreiung aller Lebewesen. Gut, und was ist damit gemeint? Fangen wir mal mit den Wesen in uns an. Das heißt, mit diesen ganzen Mustern unserer Psyche, die noch nicht befreit sind. Und das ist meine Ausrichtung. Und ich helfe sehr gerne anderen Menschen. Natürlich. Aber als individueller Mensch muss ich immer bei mir selber anfangen. Ich kann immer nur anderen weitergeben, was ich selbst bin und verkörpere. Und wer ist schon in einem Zustand, wo er sagen könnte, ich bin so unfassbar grandios durchlichtet, dass ich die Welt verändern könnte? Jeder, der es von sich behauptet hat, ist krachend gescheitert. Und es gab ja nicht so wenige, die das behauptet haben, nicht wahr? Richtig. Ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort, Christian. Für alle, die noch mehr Interesse haben, wie gesagt, der Link zu Christians Kurs diesbezüglich ist verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.